Hola Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik. Ich habe mir ganz spontan den neuen animierten DC-Film Batman and Harley Quinn angeschaut vom Regisseur Sam Leo und dem Autor Bruce Timm. Die beiden haben zusammen schon an Killing Joke gearbeitet, der Film mit der verstörendsten Szene, die ich seit Jahren gesehen habe. Ihr wisst schon, Batman und Batgirl auf dem Häuserdach und dann passiert was. Man könnte ja meinen, die beiden haben daraus gelernt und lassen das einfach beim nächsten Mal weg. Solche Szenen einfach nicht ins Drehbuch reinschreiben. Aber Bruce Timm, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Aber Bruce Timm bleibt eiskalt und es geht noch weiter, Leute. Batman and Harley Quinn. Die schlimmste Fanfiction aller Zeiten. Los geht's. Die Story, Leute. Der Floronic Man hat sich mit Poison Ivy einer ganz besonderen Mission gewidmet, und zwar die Auslöschung aller Menschen. Menschen sind böse und gemein, das wissen wir, ne? Menschen machen nur schlimme Dinge. Und deswegen sollen alle Menschen zu Pflanzen werden. Die ganze Welt soll ein einziger Wald werden. Das ist das Ziel der beiden. Und Batman zusammen mit Nightwing und Harley Quinn sollen das Ganze verhindern. Das ist das Team. Batman, Nightwing, Harley Quinn. Da könnte man jetzt meinen, okay, das ist eine interessante Gruppendynamik, ja, vielleicht, ne? Harley Quinn, tickende Zeitbombe, Chaosfaktor, unberechenbar. Diese Story ist so berechenbar und die folgt einfach nur einer geraden Linie. Harley Quinn ist so brav und als Lehrer würde man zur Darstellung dieses Charakters einfach nur sagen, Thema Verfehlung. Also was anderes kannst du zur Darstellung von Harley Quinn in diesem Film nicht sagen. Es ist wirklich unfassbar, was Bruce Timm da zusammengeschrieben hat. Ich kann mir das gar nicht erklären, weil sie ist so brav. Also Harley Quinn ist im Film so brav. Sie sind schon fast ein harmonisches Team und sie ist schon fast eine Heldin. Es gibt sogar am Ende, Mini-Spoiler, einen Kuss von Batman und Nightwing. Und es gibt zwei Szenen, die symptomatisch sind für das, was gerade bei Bruce Timm falsch läuft. Und ich muss die spoilern. Ich werde das jetzt hier gleich einblenden. Da könnt ihr einfach einen Ton ausmachen, sobald hier die Spoilerwarnung steht. Ich muss das einfach erzählen, weil sonst glaubt ihr mir nicht, Leute. Das sind zwei Szenen, die, ja, wie ein Killing Joke. Es ist genau dasselbe. Es ist so peinlich. Es ist wirklich peinlich und respektlos dem Charakter gegenüber. Szene Nummer 1. Spoiler. Harley Quinn hat mit Nightwing Sex in diesem Film. Das wird nicht direkt gezeigt, aber sie zieht sich aus, sie krabbelt zu ihm ins Bett, er ist gefesselt und es ist mehr oder weniger eine Vergewaltigung, aber sie gehen nicht diesen Weg. Sie gehen nicht den Weg der psychopathischen Harley Quinn, ne, der Schurken. Sie gehen nicht so weit und stellen das Ganze als schreckliche, kranke Vergewaltigung dar, sondern es ist eher so was Harmonisches. Nightwing gefällt das Ganze, Harley Quinn gefällt das und Das ist einfach, ach Gott, warum schreibt er sowas? Die Szene ist einfach komplett bescheuert. Also ganz ehrlich, das ist einfach nur Fanfiction. Weder Nightwing noch Harley Quinn würden das machen. Und es ist einfach nur Bruce Timm. Das sind seine Fantasien, seine, ich weiß nicht, was da los ist, ganz ehrlich. Der denkt sich das aus, schreibt es aufs Papier, zack, alle Leute, ja, Bruce Timm, das ist eine super Idee, ne, alle so, oh Gott, was machen wir hier, aber ne, es ist Bruce Timm, was sollen wir tun? So, und dann kommt die Szene dabei raus. Szene Nummer 2. Oh Gott, Leute, Szene Nummer 2, Harley Quinn ist in so einem dubiosen Club, ne, da sind so komische, dubiose Gestalten, da sind nur Kriminelle und sie geht zu einem dieser Typen, um Informationen zu bekommen. Und dieser Typ will aber, dass sie ihm einen Gefallen tut und dafür soll sie einen Song performen. Sie geht auf die Bühne, nimmt das Mikrofon in die Hand und fängt an zu singen und zu tanzen. Auf eine Art und Weise, die so, also die Kamera ist auf ihrem Po drauf, auf ihren Brüsten drauf, auf ihrer wackelnden Hüfte drauf. Sie räkelt sich, sie verbiegt sich, macht Bewegungen mit der Mikrofonstange. Oh Gott, ey. Wenn ich das nochmal so erzähle, da, ne, es klingt noch schlimmer. Ich meine, es ist im Film richtig schlimm, aber jetzt, wenn ich nochmal drüber nachdenke, es ist so grausam und einfach so, ja, wie gesagt, respektlos einfach. Es ist, so behandelt man Comic-Charaktere nicht. Man stellt nicht einen Comic-Charakter auf die Art und Weise da. Da gibt es keine Erklärung von mir. Fällt gerade ein, es gibt eine dritte Szene. Fällt mir gerade so ein. Also nochmal, der Spoiler nochmal hier. Dritte Szene. Fällt mir jetzt gerade spontan, das habe ich fast vergessen. Das ist eigentlich der Beweis für dieses Fanfiction-Ding in Bruce Timms Kopf.
Nightwing ist auf der Suche von Harley Quinn und geht dafür in ein Restaurant, das nennt sich Super Babes. Und, Gott. Und in diesem Restaurant sind alle Bedienungen verkleidet als Superheldinnen und Superschurkinnen. In sehr attraktiven Kostümen. In sehr, wie soll man sagen, ne? Also man sieht viel Haut. Das sind irgendwie Hotpants, das sind Miniröcke, alle sind so gekleidet. Das sind einfach, ja, sexualisierte Versionen der Originalcharaktere. Und ganz ehrlich, ich glaube, Bruce Timm würde am liebsten einen Film machen, nur mit solchen Charakteren. Das ist, ich meine, die Frauen sind in dem Film einfach irgendwie Objekte. Harley Quinn streckt den Po zur Kamera und so weiter. Ich meine, versteht mich nicht falsch, klar, Harley Quinn ist ein attraktiver Charakter, der sich auch dementsprechend kleidet. Sie kleidet sich sehr körperbetont, das ist klar. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Harley Quinn scheißt auf alles und zieht sich an, wie sie will, weil sie es selber schön findet, und sie zieht sich so an, dass es den Leuten gefällt und bewegt sich so, dass es den Leuten gefällt und tut Dinge, die, oder Bruce Timm gefallen, bring mich auf den Punkt, ne, die Bruce Timm gefallen. So, das sind Unterschiede. In den Comics, Harley Quinn ist, der ist das vollkommen egal, was die anderen denken, deswegen zieht sie solche Sachen an. Und hier in dem Film ist es eben genau andersrum, sie zieht diese Dinge an, um den Leuten zu gefallen, für Eye Candy, für was auch immer. Es ist widerlich, es ist wirklich egal. Widerlich ist auch der Humor in dem Film, das ist beste Überleitung, aber Harley Quinn furzt mehrmals. Das soll lustig sein. Batman macht Witze. Ich hasse sowas, wenn Batman Witze macht. Batman ist nicht lustig. Traumatisierter junger Mann macht keine Witze. Genauso wie Harley Quinn, misshandelte Frau, kranke Beziehung mit dem Joker. Joker wird nicht mal erwähnt in dem Film tatsächlich und sie ist hier ein Sexobjekt. Also keine Ahnung, was mit Bruce Timm los ist. Er hat so tolle Sachen gemacht vor Jahren. Das, was er jetzt aktuell macht, ist so daneben und peinlich und ich würde mich dafür schämen tatsächlich, wenn ich sowas veröffentlichen würde. Ich weiß noch nicht, für wen der Film gedacht ist. Ist es für die mittlerweile Erwachsenen, die damals die Animated Series gesehen haben, weil der Film in diesem ganzen Look ist und irgendwie auch in diesem Universum spielen könnte? Er spielt nicht im Universum, niemand will das, aber es könnte ja sein. So, ist es für die oder ist es für 13-jährige pubertierende Kinder, denen der Humor gefällt und denen sexy Harley Quinn gefällt, die nichts anhat? Ist das, ich weiß es nicht, ist das, was wir mit unseren Charakteren haben wollen? So ein, wirklich, es ist eine respektlose Behandlung der Charaktere und des ganzen Mediums. Weil stellt euch vor, ein Junge schaut sich das mit seinen Eltern an und die Eltern sehen einfach, was mit diesen Charakteren abgeht. Das kann nicht das Ziel des Ganzen sein. Das kann nicht Bruce Timms Ziel sein, dass er sich jetzt für die nächsten Jahre gesetzt hat. Ich hoffe, irgendwer sagt, stopp, lass es sein. Da muss jemand da sein, der ihm hilft. Irgendwer muss kommen und die Notbremse ziehen. Sonst, ich weiß nicht, wenn die Batman das lange Halloween anfassen sollten, zu dem kommen wir in den nächsten Monaten noch. Ich will, dass der verfilmt wird, ob animated oder echt, ist mir egal. Wenn sie das machen und wieder sowas einbauen, Alter, der Film kriegt von mir auf jeden Fall ein F nach Fantastic Four, das zweite F auf diesem Kanal nach Fantastic Four, die schlechtestmögliche Bewertung. Dieser Film ist einfach zum Vergessen und man will ihn auch vergessen, weil das, was man da sieht, ist einfach nur widerlich. Ekelhaft und respektlos. Keine Ahnung, what the fuck. Das war das. Leute, ich werde mich ganz ehrlich fürs Einschalten. Hier könnt ihr abonnieren. Hier sind zwei Videos zum Anklicken und ihr könnt ja auf YouTube einfach diese Szenen anschauen, die ich hier im Spoiler-Bereich besprochen habe. Dann wisst ihr, was ich gemeint habe. Oder lasst es einfach sein, weil ihr müsst es wieder vergessen. Glaubt mir, es sind wirklich Szenen, die wollt ihr eigentlich gar nicht sehen. Also ihr seid gewarnt, wenn ihr sie anschaut, dann könnt ihr mir glauben und dann versteht ihr vielleicht, warum ich den Film so schlecht bewertet habe. Andererseits, die Szene wirklich so beschissen, wie ich das erklärt habe. Glaubt mir, es ist grausam, Leute. Haut rein, bis dahin, ciao.